Hallo zusammen. Heute schauen wir uns mal Straubing an. Das liegt auch bei Regensburg. Und wir gucken mal, wie es hier so ausschaut. Vom Bahnhof in die Innenstadt sind es gerade mal 500 Meter. Das kann man gut zu Fuß laufen. Straubing liegt von Regensburg aus gesehen donauabwärts, nicht ganz auf halbem Wege nach Passau. Es hat etwa 50.000 Einwohner, ist eine kreisfreie Stadt und hat sogar eine Universität. Es hat aber auch eine sehr schöne Innenstadt, wie ich finde, und deswegen bin ich heute hier. Ja, die Wetter-App hat gehalten, was sie versprochen hat. Hier ist ab Mittag kein Regen mehr zu sehen. Und von daher gehen wir heute durch die Innenstadt von Straubing. Ja, wir laufen auf den Stadtturm von Straubing zu. Er ist 68 Meter hoch und ist ein mittelalterlicher Wachtturm. Stadtpfarrkirche St. Jakob. Die Stadtpfarrkirche ist eine gotische Hallenkirche und sie ist sogar auch eine Basilika. Das war mein kleiner Rundgang durch Straubing. Ich finde, Straubing ist auf jeden Fall einen Besuch wert, wenn man in der Gegend ist. Ja, vielleicht sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.